spürst die Schwingungen von all den Dingen, die dich umringen, die deine Sinne verstimmen, und du vernimmst ihre Stimmen, die dich durchdringen und versuchen, dich zu umzingeln und darüber abstimmen, dich zu bezwingen, dich zu Fall zu bringen, so wie beim Ringen. Wenn sie mit breiten Grinsen sich auf deinem breiten Rücken schwingen, dir die Luft abschnüren, deinen Untergang besingen, sie sich siegessicher um dich winden, wenn sie glauben, dass deine Sinne schwinden, glauben, es gibt keinen drinnen, so wie aus ADX vor den Zinnerinnen, und sie dich niederdrücken wie Türklinken, deinen Überlebenswillen verschlingen und glauben, über dich zu gewinnen, dich niederzuringen, dich auf die Knie und deinen Hals in Schlinge zu zwingen. Ich will spinnen, euch spinnen in Netzen, die deine Haut wie scharfe Klingen zerfetzen und dich wie Säure verätzen. Doch die Dämonen dunkler Äonen beginnen Fehler, dich und deine monströse Größe bis heute zu unterschätzen. Du schlägst mit Hämmern auf das Kali-Yuga-Weltenrad ein, legst es in Schutt und Asche, ebnest dieses Zeitalter ein. Und auf den Trümmern und Ruinen ruht dein goldener Schein, und zwischen Trümmerfeldern, Wäldern gleich zerbricht das Gestein. Wenn du den Stein der alten Zeit und durch das Welken geweiht, die Saat aufgeht, die du gesinnst, sie sprießt empor zum Sonnenschein. Du bist mehr sein als Schein, bis abgezählte Samen im Keim, und wirst Lichtbringer im Million des Kriegers von Satya Yuga sein. Voller Laderampe, Tonnen an Anteln in die Hölle rein, und schmeißt mit Handelscheiben Häuserscheiben kurz und klein, kickst die Panzertüren grauer Ghettoplatten, Häuserzeilen nein. Denn du bist ein Soldat aus dem Satya Yuga Reich. Deine Aura strahlt kometengleich und gleißt wie ein Kometenschweif. Schmilzt die Kilometer breit durch Eisenstahl, durch Schnee und Eis. Schwein heller als das Feuer vom Titanen Gott Prometheus. Läuft sie klarer, reiner, teurer als der großen mogulsche Edelstein. Dein Kriegerschrei wird zum Siegerschrei und ein Kilometer weit. Dein Wille wächst zum Sternenreich wie ein hochalpines Edelweiß. Dein Rang zur Perfektion hat jede noch so kleine Fähigkeit. Du schonst dich nicht und hast dich nie geschont bei jeder Tätigkeit. Das macht dich so gefährlich für die Kali-Yuga-Endzeit. Da du redlich, ehrlich lebst, du deinen Leib mit deinem Geist vereinst. Zur Waffe wieder diese Zeit und du dadurch beweist, dass du als Krieger unentbehrlich bist und deshalb bleibst. Du schlägst mit Hämmern auf das Kali-Yuga-Weltenrad ein, legst es in Schutt und Asche, ebnest diese Zeitalter ein. Und auf den Trümmern und Ruinen ruht ein goldener Schein, und zwischen Trümmerfeldern, Wäldern gleich zerbricht das Gestein. Wenn du den Stein der alten Zeit und durch das Welken geweiht, die Saat aufgeht, die du gesinnst, sie sprießt empor zum Sonnenschein. Du bist mehr sein als Schein, bis hat du zähle Samen und Keim, und wirst Lichtbringer im Million des Kriegers von Satya Yuga sein. Du schlägst mit Hämmern auf das Kali-Yuga-Weltenrad ein, legst es in Schutt und Asche, ebnest diese Zeitalter ein. Und auf den Trümmern und Ruinen ruht ein goldener Schein, und zwischen Trümmerfeldern, Wäldern gleich zerbricht das Gestein. Wenn du den Stein der alten Zeit und durch das Welken geweiht, die Saat aufgeht, die du gesinnst, sie sprießt empor zum Sonnenschein. Du bist mehr sein als Schein, bis hat du zähle Samen und Keim, und wirst Lichtbringer im Million des Kriegers von Satya Yuga sein.